zum Hauptmenü. Die Geister der Vergangenheit. Du hast das Bonuskapitel freigeschaltet. Ja, komm. Ja, komm, wir spielen. Marble Creek, 11. Juli 1980. Drei Tage in diesem unheimlichen Ort und zahllose Befragungen später. Und ich habe die geistlosen Anhänger des Predigers kein Wort über Emily entlocken können. Was verbirgst du, Prediger? Warum bist du wie von Erdboden verschwunden? Emily. Hier sollen wir uns an unserem Jahrestag erinnern. Doch, du bist verloren und ich suche dich. Etwas stimmt nicht, etwas fehlt. Aber was? Neues Ziel, finde Emily. Ah, jetzt spielen wir wahrscheinlich einen Detective und damit herzlich willkommen zum Bonuskapitel. Oh Gott, das ist so. Es geht weiter. So wie beim letzten Mal spielen wir natürlich auch das Bonuskapitel. Ich habe bereits alle hier befragt und ihre Häuser besucht. Achso. So, Auto. Warum hält er sein Portemonnaie so spastisch ins Bild und es blinkt auf einmal Geld? Ich sollte auf dem Rücksitz nach Kleingeld suchen. Ah, okay. Eine neue Art von Wimmel. Da ist Kleingeld. Aber wie krass das ist immer so. Kleingeld. Er nimmt trotzdem einen Schein. Oh Gott. Emily, der Horror geht weiter. Oh, da liegt Geld. Na, nimm das doch aus dem Bild. Da liegt nochmal Geld. Da liegt nochmal eine Münze. Hier liegt nochmal eine alte... Ih, da eine alte Banane auf dem Rücksitz liegen. Warum? Ich will es gar nicht wissen. So, hier liegt Geld. War es das jetzt? Da liegt bestimmt noch irgendwas runter, oder? Jeden alten Socken. Hä? Ich hab doch alles an Geld. Hä? Will er mich veräppeln? Ich hab doch alles an Geld gesammelt. Hier war doch nichts mehr, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Boah, Alter, die alte grüne Socke. Guck dir die mal an, Alter. Bläh. Guck mal. Hier riech mal. Bläh. Hä, ich hab doch alles an Geld. Hä? Ihr sollt auf der Rücksitz nach Kleingeld suchen. Hier ist ein Loch im Sitz, aber... Ach, hier... Really? Ach, hier oben ist auch noch was. Ja, natürlich, genau. Jetzt habe ich genug Kleingeld. Ah, sehr gut. Du hast etwas Nützliches gefunden. 18 Dollar. Wow. Vielleicht sollte ich demnächst mal mir auch mal zu Hause einfach mal im Rücksitz gucken. Vielleicht finde ich da auch Geld. So, interagieren. Ich kann erst losfahren, wenn die Reifen aufgepumpt sind. Versuch mal mit Kleingeld zu flicken. Der Turm. Vom Turm gibt es sonst nichts zu sehen. Ich bin seit Tagen... Aha, okay. Was? Bank war einmal. Rückbank gehört der Zukunft. Was? Ja, stimmt. Ein Vogel. Guck mal, die ominöse Brücke. Ob die Tankstelle auch existiert? Ah ja, hier. Wer ist er denn hier? Ach, guck mal, da ist der Prediger. Ah, da war noch alles in Ordnung hier. Ich bin beschäftigt. Siehst du das nicht? Ja, ja. Eine Autopumpe. 17 Dollar und wir sind im Geschäft. Hier hast du 18. Einen Dollar schenke ich dir. Tankstellenschlüssel habe ich gekriegt. Achso. Ja. Der große Detective verlässt uns also. So, you are leaving, Master Detective. Kann ihm Geld geben. So. Hallo? In die Tankstelle. Eine Pumpe. Kann ich hier irgendwas noch wegnehmen? Autowerkzeug. Ah ja. Mhm. Was? Impulskäufe. Gut, dass ich fast mein ganzes Geld ausgegeben habe. Ja, das ist super. Und ein Wimmelbild.
Boah, voll so ein Gemischwarenladen, voll geil. Aufkleber, Kompass, Ölkanne, Golfball, Pflaster, Donuts, Signalfahne, Brecheisen und Cocktailstäbchen. Heieieiei. Das sieht nach einer Menge aus. Schwalbe, ich grüße dich, willkommen. So, wo waren wir denn? Aufkleber. Ein altes Lichter, Hotdog liegt hier rum. Cocktailstäbchen, Ölkanne. Oh, das ist aber echt, da ist die Ölkanne. Pflaster. Boah, das war echt ein schweres Bild. Schweres Bimmelbild. Cocktailstäbchen sind hier, ne, oder? Ne, noch nicht. Das sind Lollis. Da sind die Cocktailstäbchen. Der Kompass. Da ist, glaube ich, ein Spiegel, ne, oder? Ne, ein Spiegel. Da ist der Kompass. Golfball. Donuts habe ich auch schon gesehen. Da oben. Signalfahne und Brecheisen. Brecheisen hinter meinem Gesicht vielleicht? Nein, da ist das Brecheisen und die Signalfahne. Was ist denn eine Signalfahne? Ne, ist es keine Hupe, Flex. Was kann ich mir denn unter einer Signalfahne vorstellen? Signalfahne! Also manchmal frage ich mich echt, also da, wenn die Leute das wirklich selber entwickeln, ne, solche Leute, die Spielentwickler, ob die da wirklich so selber dann anschließend, wenn sie Entwickler haben, das Bild dann so... Ich finde mein eigenes Teil nicht mehr wieder. Also nicht das, was du jetzt denkst. Ja, es klang jetzt ein bisschen falsch. Ich suche mein eigenes Teil nicht wieder. Ich meine so das Wimmelbild dann, ob die auch so selber suchen dann. Dreiecksfahne oben. Ach da! Jetzt habe ich es auch gesehen. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe noch einen Schluck getrunken. Tatsache. Ein Brecheisen habe ich gefunden. Juhu. Damit können wir direkt schon wieder irgendwo einbrechen. Mit. $1. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Keine gute Idee. Zumindest bis die Maschine angeschaltet ist. Oh Gott. Da habe ich jetzt schon Angst. Was? Ich brauche einen Stecker. Na, super. Okay, wofür brauchen wir das Brecheisen? Achso, wir müssen die Reifen aufpumpen, ne? So, warte mal. Und pumpen. Fahne mit Schrift Signal. Achso. So. Auto ist repariert. Dennoch weiß ich nicht, wo ich hinfahren soll. Was fragt er mich dann? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. In der Kirche war ich schon 10-mal. Ja. Was fragt er mich dann? Und vor allem... Hä? So, you are leaving. Detective Finnith. Also, wir haben ein Brecheisen und wir haben einen Taler. Die Frage ist, was machen wir mit der Brecheisen? Was machen wir mit dem Taler? Stromkabel fehlt, ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn das Aufpumpen immer so schnell funktionieren würde. Ja, genau! Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine Megapumpe gewesen und vor allem für $18. Wow, die hätte ich auch gerne. Hä? In der Kirche war ich schon 10-mal. Vom Punkt gibt es nichts anderes zu sehen. Marble Creek, dieser Ort wird mir noch Jahre verfolgen. Nee, der Ort wird mir noch Jahre verfolgen. Ich habe keine Ahnung, was muss ich denn machen? Kann ich die Brecheisen über den Schädel hauen? Nein, das geht nicht. Ihm vielleicht. Ja, ich benötige was anderes. Vielleicht $1. Nein. I'm busy. Jetzt nicht. Da liegt Geld auf der Straße. Sieht zumindest danach aus. Wir können nur in die Tankstelle rein. Autowerkzeug. Es ist oft so, dass ich zum Beispiel in so einer Werkstatt reingehe und sage, ich hätte gern Autowerkzeug. So. Okay, wir können hier auf jeden Fall nichts machen, solange kein Strom ist, ne? Also, wir brauchen hier wahrscheinlich auch irgendwie so einen Becher oder so. Aber, wir haben auch keine Karte. Stromkabel aber auch nicht. Das einzige Wimmelbild war bisher hier.
Geh zu. Achso. Interagieren. Ich bin etwas überfragt gerade. Hier mal wieder das Schild. Ich gehe mal System. Interagieren. Ich habe hier bereits alle gefragt und ihre Häuser besucht. Zur Brücke. Was soll ich denn jetzt machen? Nimm dein Brecheisen, brich dein Auto auf. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Das ist ja strange. I'm busy. Jetzt nicht. Das funktioniert nicht. Das auch nicht. Vielleicht ihm eine Münze geben? Ja. Ne. Hier gehört etwas anderes hin. Ja, ein Schlag in die Schnauze. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Was sollen wir denn... Autowerkzeug. Zitronensirup, Vanille, Honig, Eis, Kakao, Beeren, Karamell, nichts, nichts, Kaffee, kleiner Kaffee, großer Kaffee, Eiscreme, Orangensaft. $1 für ein Getränk. Marble Creek hat wohl die Steuern erhöht. Hä? Ich schnall's nicht. Vor allem weiß er nicht, wo er hinfahren soll. Woher soll ich denn das wissen? Was, oben auf den Automaten konnte man interagieren? Ja, bin ich doch hier oben. Hier, es ist alles dasselbe. Gehen, gehen, gehen. Da ist es hier. Ne? Und hier ranzoomen ist halt die Steckdose. Wir brauchen auf jeden Fall hier Strom. Und hier hingehen ist halt der Automat. Und hier oben drüber ist nichts. Das ist ja die Stecker. Hä? Bin ich zu doof? Ich bin ein wenig überfragt, was es angeht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gerade ich, Auto jetzt repariert, dennoch weiß ich nicht, wo ich hinfahren soll. Ja, dann mach doch irgendwas. Mann, mach doch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. In der Kirche war ich schon 10-mal. Hier habe ich alle befragt und ihre Häuser besucht und vom Turm aus gibt es sonst nichts zu sehen. Ich bin seit Tagen auf dem Ausguck. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg's nicht geschissen gerade. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch, glaube ich, einen Cut oder so. Ich krieg's gerade nicht hin. Die sind hier eh beschäftigt, hier die beiden. Tja, ich glaube, wir werden da nochmal nach einer neuen Folge gucken, wie wir hier weiterkommen. Da werde ich jetzt, glaube ich, mal hier mal einen Cut machen, werde ich hier mal speichern. Aber anscheinend ist hier nichts. Ich gucke nochmal. Nö. Nö. Das Spiel möchte nicht, dass wir hier weiterspielen. Gut. Dann ist es so. Ich würde sagen, wir machen hier in einer weiteren Folge weiter für YouTube. Ich dachte, ich könnte das jetzt durchspielen. Ja gut, wir haben das Hauptspiel haben wir ja schon durchgespielt, aber jetzt hier das Bonus-Level, das will einfach nicht, dass wir hier weiterspielen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge Bonus-Level bei Marble Creek Enigmatis, The Ghost of Marble Creek wieder. Und ja, schaltet es wieder ein. Bis dann. Ciao.